übrig. Du solltest zur Schuldisco gehen. Komm, wir machen ein Selfie. Ich schicke das meinen Freundinnen. Oma, du bist die ganze Zeit online. Machst du die Pause? Also nächste Mal gehst du, ja? Du solltest Mädchen treffen. Ja, ich weiß. Ich muss lernen. Der Abschluss ist bald. Ihr mit eurem Stress. Diese schreckliche Reform. Als ich war so alt wie ihr. Ja, was denn? Ach, schau. Schau mal, wo wir sind. Mein altes Haus. Mach mir ein Foto. Oma, wir haben doch die ganze Zeit schon Fotos gemacht. Bitte, noch eins. Hier ist ein besserer Platz. Hier habe ich mein Geld. Hier in dieser Gegend? Hier wohnen doch nur reiche Leute. Da war das ganz anders. Das glaube ich nicht. Der sieht fast noch genauso aus. Oma, komm, erzähl bitte! Na, da waren diese drei Tänzerinnen. Veronika, hast du meine Tanzschuhe gesehen? Nein, die hast du bestimmt im Studio vergessen. Und daneben, ach ja, diese Frau, so engagiert. Irgendwas Politisches. Ja, genau. Heute Nacht machen wir das. Alles klar, ich bring alles mit. Lasst eure Dokumente zu Hause. Wirklich? Und ja, eine Musikerin. Keine Ahnung, was sie gespielt hat. Harfe oder Gitarre. Und ja, dann war noch eine Wohnung leer, aber nicht lange. Also ja. Und schau mal, das war meine Wohnung. Ganz hübsch war die. Und dann gab es noch einen Wissenschaftler im Erdgeschoss. Und seinen Assistent, den keiner kannte bis... Ja? Ach, das ist alte Zeiten. Alte Zeiten sollte man nicht aufbauen. Nun, erzähl schon, Oma, bitte. Also, na gut. Das war so... Wow, super Bude, endlich frei! Ja, genial, Mann. Die Wendestraßen wie 1-3 fix, dann noch die Mauer weg und da eine Mauer rein. Naja, aber vielleicht auch hier? Nee, da kommt mein Bett hin und da deins. Mauer hier. Du hast ja wieder diese Socken an. Alter, was hast du gegen meine Socken? Sie sind wenigstens lang. Deine sind immer zu kurz. Ja, aber meine passen zu der Länge von meinen Hosen. Bei dir sieht das immer irgendwie unproportional aus. Da wiegt deine Nase viel größer. Ach, meine Nase? Meine Socken passen zu meiner Augenfarbe. Da guckt keiner auf meine Nase. Deine sind ja ganz okay, aber intellektuell ein bisschen zu viel, Junge. Ja, aber solche Socken hat schon Franz Kafka getragen. Die kommen bei den Mädchen an. Bei deinen denke ich sofort an englische Hipster. Wenn schon, dann polnische, ja? Und meine sind aus Baumwolle, wie von Messi. Mensch, Messi-Socken sind gesponsert. Mann, trotzdem, da stinken die Füße nicht. Du musst doch weiterdenken, wenn du mal allein mit einem Bettchen bist. Mit den Füßen, Junge!
raus. Sekunde! Check! Check, naja, versteck die Socke, Mann. Check! Check, warte mal, deine Haare. Sag mal, hast du schon wieder mein Haarspray benutzt? Parasit! Mich haben sie angesehen, du Idiot! Vergiss es, Mann! Die Dunkelhaarige hat mich angesehen! Ah, die mit den langen Haaren, die hat mich angesehen! Die andere ist aber schöner! Was denkt ihr? Haben sie mich angesehen? Oder ihn? Siehst du, sie haben mich angesehen! Los, lass Pizza holen! Aber nicht die mit Mozzarella, da krieg ich Pickel! Pickel kriegst du von deinem komischen Gesicht, Mann! Also, das ist so. Ich untersuche diese Theorie. Und deshalb führe ich diese Experimente durch. Seit Jahren schon. Aber nichts ist wiederholbar. Immer ist es anders. Ungenau. Rauschen, alles ein dynamisches Chaos. Chaos! Die Zukunft kennt niemand. Und ganz minimale Dinge haben einen Rieseneffekt. Das ist ja Wahnsinn, Wahnsinn! Alles wird beeinflusst. Das muss ich beweisen. Ich habe so eine Theorie. Aber die ist verrückt. Was redet der da? Ein akustischer Impuls. Sowas wie ein Schrei trifft auf eine Gruppe von Menschen. Wie verhalten sie sich? Ich habe das mit Mäusen getestet. Aber mit Menschen? Wenn das klappt, dann? Hey, das klingt verrückt, aber spannend. Also, hier ist das Material. Alles aufgenommen. Verschiedene Stimmen. Es sollte funktionieren. Gut gemacht. Und die Lautsprecher? Es fehlen noch die Kabel. Das fehlen wir noch zusammen. Heute Nacht Operation Schmetterling. Das ist ja fantastisch. Sagen Sie zu meinem Leben. Sobald ich schon immer auftreten. Ich schicke Ihnen mein neues Repertoire. Zitat, ich komme! Oh, they run down to the reach.
Zahn. Der ging weg mit der Zahn. I'm a big violet in the bed. I love you when you sing it out so. I got a lot in my throat. So eine Unverschämtheit! Ruhe! Was für sinnlose Entertainment! Zeit! Dekadente Vernichtung von Lebenszeit. Also, wo war ich? Ach ja, und deshalb bin ich davon überzeugt, dass eine Gesellschaft ohne Religion. Es wird bald dunkel. Überall lief ein Fenster. So friedlich alles, ach, konnte es doch immer so sein. Zu Hause verstehen Sie mich nicht. Und noch eins, wir müssen uns der Konsequenzen bewusst werden. Diese Reform wird unsere Jugend für immer verändern. Warum können wir Menschen nicht reden? Warum ist alles immer so kompliziert? Warum akzeptieren wir uns nicht, so wie wir sind? Und deshalb, liebe Freunde, es ist an der Zeit. Wir müssen etwas verändern. Wir müssen uns verändern. Ich bin und bleibe optimistisch. Das ist mein Land. Das ist meine Stadt. Nur hier bin ich Mensch und nur hier kann ich sein. Ja, ich glaube, so geht es. Hier, hier. Und rechts meine Wohnung. Gut. Mitternacht. Verstanden? Verstanden. Ich starte den ersten Schrei. Du bleibst draußen und sicherst die Kabel. Verlassen Sie sich auf mich, dafür bin ich speziell. Nebenan! Seid ihr
Was ist passiert? Das war zu früh. Ich habe nichts angefasst. Aber der Schrei? Ich bin einem Mädchen vor dem Haus begegnet. Sie hat dich erschreckt. Was für ein wunderschöner Schrei. Na gut, egal. Der Schrei war da. Der akustische Impuls. Jetzt müssen wir noch warten. Ich gehe auf die Position. Beobachten Sie! Beobachten Sie! Hallo, waren Sie das heute Nacht? Was denn? Nein, aber laut war das. Was denn? Das klang so dramatisch. Ich glaube, das kam von da hinten. Was denn? Der Schrei! Ah, so richtig wie im Krimi. Ah! Jetzt habe ich ihn. Ich war es nicht. Ha? Ha? Ich glaube, das kam von da hinten. Sind Sie sicher? Gestern Abend habe ich gesehen, wie die beiden da hinten. Ja. Na, die haben da sowas rausgeschickt. Etwas sehr Langes. Sie meinen etwas wie einen Menschenkörper? Genau. Ich habe Ihre Schwestern lange nicht gesehen. Ja. Ha, ich habe gehört, wie Sie sich gestritten haben. Ich habe von Anfang an gedacht, Sie sind komisch. Na, das kann man doch nie ganz wissen. Doch die ganze Art so... Grüßen nicht! Genau! Kein Blickkontakt! Genau! Gehen einfach so an einem vorbei. So als wäre man unsichtbar. Oder hatte was Schlimmes getan oder was Falsches an. Klar! So als wäre man Luft. Nichts wert! Meinst du? Ja, sind still und aggressiv. Verdeckt! Gewalttätig! Eine Gefahr für uns alle! Dann diese dunklen, langen Haare, die braunen Augen. Ja, ein bisschen gruselig. Gestern waren die noch exotisch. Exotisch oder anders? Ja, ganz schon anders. Ja, ja. Und was war in den Taschen drin? Na, die zweite Leiche. Ha! Eine zweite Leiche. Hinter diesem Tuch hat das Verbrechen stattgefunden. Wir müssen Polizei rufen. Uns verteidigen! Wir regeln das selbst! Wir organisieren uns! Aktion! Ja. Ohne mich! Oh, nee, du kommst mit, Mann! Sei ein ganzer Mann! Scheiß auf deine Socken! Wir müssen die Tür abbrechen! Wir müssen das Verbrechen auf klaren Beweisen sichern! Das Opferrechen! Ja! Ja. Ja, so war es wirklich. Es gab gar keine Leichen. Und zum Glück ist nichts passiert. Ja, das Haus hat sich verändert. Ja, so sind wir. Alle gegangen, ausgezogen. Nacheinander still, schweigen. Oma, echt? Ihr wolltet die umbringen? Nicht wirklich. Erschenken vielleicht. Naja, vielleicht. Also, auch wenn nun ein bisschen. Keine Ahnung. Meine Pistole habe ich danach sowieso verschenkt.
zur Sicherheit. Mm. Weißt du, heute ist sowas nicht mehr möglich. Die Leute sind moderner, informierter. Gewaltfreie Kommunikation, weißt du. Die Menschen schlagen nicht so einfach auf jemanden los. Die machen das nicht mehr. Wir leben in anderen Zeiten, Oma. Ja,